zum dritten Video. Dreh das Video an einem Tag, weil wir jetzt vorproduzieren. Ich kick gleich diese Biene einfach weg, Junge. Agro-Wespe ist auch wieder da. Ich kick gleich diese Biene weg. Die verfolgt uns, Mann. Jetzt mal wieder Bike-Porträt. Ja, ich muss sagen. Bist gefahren eben? Ich bin gefahren, krass. Vor allem, ich kenne das Bike, seitdem ich dich kenne. Es stand schon im Laden. Teilweise. Doch, wir kennen uns jetzt fast 10 Jahre, 11, 12 Jahre. Ja. Also ungefähr, das Bike habe ich immer verbunden mit Independent Shoppers. Ich stand auch immer in der gleichen Position. Deswegen war ich eben umso erstaunter. Es fährt wirklich, es fährt gut. Mhm. Also gut, in Anführungszeichen immer. Ich kann ja nicht jetzt viel dazu sagen, aber es fährt, geht hoch und runter. Okay, krass. Lenkanschlag ein bisschen kurz. Ja, ich muss sagen, es ist natürlich brachiale Optik. Quanto, richtig? Chunto. Chunto. Mhm. Wie komme ich auf Quanto? Was heißt Chunto? Ich kann es dir nicht genau sagen. Es war gewünscht vom Eigentümer. Ja. Es gibt auch mittlerweile ein Klamottenlabel, was Chunto heißt. Echt? Ja. Kann man auch googeln. Und Motorrad haben wir, glaube ich, gebaut. Ich müsste 11 Jahre her sein. Okay, habe ich eben übertrieben, ne, mit 20 Jahren. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Müsste 11 Jahre alt sein. Was man natürlich sieht, ist, Motorrad ist sehr Thunderbike-lastig. Ja. Also könnte auch ein Thunderbike-Motorrad aus der Zeit sein. Mhm. Das stimmt, ja. Wenn man mal auf die Homepage geht von denen und schaut mal die alten Custom-Bikes an. Genau. Er hatte mehrere Motorräder von mir zu dieser Zeit schon. Und er wollte noch eine Softail. Und er hat sich da ein bisschen Bild. Er hat eigentlich, ihm war der Begriff Thunderbike, hat ihm nichts gesagt. Er hat einfach Bilder gegoogelt. Und dann kamen ein, zwei Thunderbike-Motorräder. Mhm. Und dann hat er gesagt, du, pass auf, das von dem Stil gefällt mir. Mhm. Und dann haben wir das im Endeffekt umgesetzt. Das heißt, ich sehe wieder Thunderbike-Tank. Richtig. Ein sehr, sehr schönen Flip-1-Lenker. Du siehst eigentlich fast alles von Thunderbike. Also ja, ja nicht also aber viele Parts. Die, ja. die groben Parts auf jeden Fall. Also ich sehe aber auch Rebuffini. Genau, damals auch schon, ja. Mini, Armaturen. Also wir sind wieder zu schnell. Also Tank anders, Heckfender, Metall, finde ich schön. Mhm. Jetzt sagst du eben, dass, dass der Öltank auch schon so original ist. Genau, die Basis war eine Rocker. Ja. Ich glaube, eine 2.9er, ich müsste jetzt nachschauen. Und die Rocker-Modelle, die ja eigentlich von der Basis so ziemlich das hässlichste war, was es gab. Füg mal ein Bild ein. Ne? Ja, muss ein Bild einfügen. Also sensationell schön. Mhm. Die hatten aber diesen gerippten Öltank schon. Geil. Ist echt auch cool. Ja. Felgen finde ich wirklich krass. Da gibt es natürlich, genau. Was fällt dir auf bei den Felgen, wenn du genau hinschaust? Also ist das immer eine Einarmschwinge? Das, ja. Also die Felge ist auf jeden Fall aus dem Vollen gefräst. Ganz genau. Das ist eine Felge sozusagen. Genau, das ist das Thema. Achtung, Buskonner, bevor er dich überfährt, weil die sind relativ radikal hier. Ja, wir mussten ein bisschen die Position ändern. Ja, wir müssen den Schatten, weil unser Schädel schon weggebrannt ist. Das waren die ersten einteilig produzierten Felgen von Thunderbike. Okay. Das bedeutet, also es gibt eine Geschichte dazu. Falls Andreas das Video mal sieht, hoffe ich, ich erzähle es richtig. Andreas hatte für ein Jubiläumsmotorrad spezielle Felgen gefertigt, die aus einem vollen Block Aluminium rausgefräst sind. Ich meine, Leute, die technisch ein bisschen Ahnung haben, wissen, der Block wird da aufgespannt und dann läuft die Maschine so 2 Tage und fräst das alles aus diesem Block raus. Dann kommt das aus der Maschine raus, wird beschichtet, kommt wieder in die Maschine rein und die Konturen werden gefräst. Mhm. So, Andreas, also ich hoffe, ich erzähle es richtig. Andreas hatte diese Felgen, ich glaube, für ein Anniversary-Bike produziert. Aber einfach produziert für das Anniversary-Bike. Ohne den Gedanken zu haben, sowas zu verkaufen. Auch gar nicht kalkulatorisch berechnet. Und dann hat er zu mir gesagt, auf einmal irgendwie hat das Telefon geklingelt, dann irgendwie später. Und dann sagte er, ja, ich wollte gerne so einen Satz Felgen bestellen. Und dann hat er gesagt, ja, aber die Felgen gibt es nicht, weil das ist Einzelstücke. Ja, aber er wollte so einen Satz Felgen bestellen. Also ja, aber er hat die noch gar nicht kalkuliert, aber er könnte die ja mal kalkulieren. Dann hat er die kalkuliert. Und dieser Satz Felgen, also wir reden von dem Felgen inklusive Pulli und hinten der Perimeterbremsscheibe. Ja. Wenn du Conor müsste reinfilmen, dann siehst du die Scheibe. Die Bremsscheibe ist ja an der Felge befestigt. Ohne Reifen 18.900 Euro.
Und dann hat Andreas zu mir gesagt, okay, hat es gedacht, er ruft jetzt den Kunden. Dann sagt, du, Felgen kosten 18.900 Euro. Und er sagt, ja, ich habe mal kalkuliert. Ja, die Maschine läuft ja, bla. Und also Erklärung, 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 18.900. Okay, da würde ich gerne einen Satz bestellen. Und daraus ist wohl das entstanden, dass er gesagt hat, du, anscheinend gibt es da einen Markt für. Mhm. Und dann produziere ich den Scheiß einfach, ja, mhm, für irgendwelche Geisteskranken, die 20 Mille für einen Felgensatz ausgeben. Und das macht natürlich so ein Motorrad auch extrem teuer. Einarmschwinge. Das war die... Zu schnell, Mann. Okay, ich halte die Fresse jetzt. Du bist wieder dran. Stell eine Frage. Also, ne. Felgen. Jetzt muss ich mir kurz mal verraten, was ist das hier? Warum ist hier in der Felge oder ist das einfach nur optisch? Das ist optisch. Ah, okay. Das optisch. Ich dachte, das wäre irgendwie zusammen. Nee, siehst du hier ja auch. Konrad, eben interessant, ich hoffe, das ist ein Ventil hier vorne, ne? Habe ich recht gehabt? Genau, das ist eine Blindkappe, die schraubst du raus und dann hast du im Endeffekt, dann schraubst du einen Adapter rein, um die Felge zu um den Reifen zu befüllen. Okay. Pulli ist ja genauso gemacht dann wie die Felge. Ganz ne? genau. Dann sehe ich an dem Bike, was wieder speziell ist. Erstmal mein schöner Flip 1 Lenker. Den habe ich früher geliebt, auch meiner Speedbob. Gibt's ja nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Cooles Ding auf jeden Fall. Was man natürlich erkennen kann, dass es schon alt ist, das Motorrad. Es sind noch die Kellermänner verbaut. Hinten, ne? Und vorne auch, unten an der Gabel. Das würde man natürlich heute anders machen. Mhm. Aber das Motorrad ist, wie gesagt, unverändert zur Erstauslieferung. Wir haben die Jekyll und Hyde nachgerüstet. Da war am Anfang eine nicht TÜV-mäßige, es war so eine halb gebogene ohne TÜV. Okay. Aber was mir am meisten auffällt, ist, dass der Rahmen mitlackiert ist. Genau. Der wäre ja sonst eigentlich nur schwarz. Ja und nein. Es gab eine Rocker, die hat einen Schwarz-Chrom-Motor. Ja. Da war der Rahmen schwarz. Mhm. Und es gab eine Rocker mit einem Grauguss-Motor. Wie du siehst, ist der Grauguss. Da war der Rahmen auch in Moped-Farbe, allerdings in Metallic-Blau oder Metallic-Rot. Echt? Mhm. Bei der Breakout-CVO gab es das mal. Richtig. Aber der Lacksatz rot und der Rahmen war auch rot. Richtig. Erwin, dein Bike ist fertig. Bring ich heute Abend mit. Ich dachte gerade, mit wem redet der? Da redet der mit der Kamera. Achso, okay. Das heißt. Was macht denn der jetzt wieder für einen Krach? Mette immer. Ja. Macht er mit Absicht. Das heißt, Rahmen komplett, also das ganze Bike wurde komplett gestrippt, ne? Das heißt, das Motorrad einmal komplett auseinander. Mhm. Rahmen gestrahlt, grundiert und in Mopedfarbe lackiert. Okay. Dann weiß ich ja vorne Airride. Sogar vorne. Das war, ich weiß gar nicht, wann die Thunderbike-Gabel rausgekommen ist. Das war ja die es auch heute noch zu kaufen gibt. Die Thunderbike Airride-Gabel. Kann man mal kurz zeigen. Da hat der Spaß dran. Guck, wie der lacht. Da hat er Spaß dran. Ja, das ist auch ein Ärger. Der lachte nämlich gerade so dämlich. Wir haben die zwei Schalter. Ist aber schon langsam, ne? Ja, aber das ist ja klar, der Kompressor, du hast ja kein Luftreservoir. Ja? So, das ist oben. Ja. Dann aber hinten ist er reit. Die Pumpe hört aber auch schon leicht. Ne, die hat immer schon so gekriegt. Ja? Mhm. Wo ist das eigentlich alles verbaut? Ja, relativ versteckt, unterm Fahrzeug. Du, jetzt hast du halt optisch natürlich, aber du hast natürlich die optimale Fahrhöhe. Vorne finde ich es jetzt, also ganz ehrlich. Vorne schon 23 Zoll. Was kostet die Gabel? Ich muss lügen, 5 Mille. Für 2 cm Tieferlegung? Okay, gut. Ja, aber ist schon cool, wenn du ankommst, oder? Und machst so. Ja. Ah, echt mehr wie 2 cm. Ja. Und guck mal hinten nochmal. Ja. Ah, scheiß auf, komm. Ja, ist okay, ist cool. Ist echt gut. Wieso hat man sich damals dafür entschlossen, einen grauen Motor? Das ist doch relativ selten eigentlich. Das war, ja gut, das ist wieder die Thematik. Warum hat man mal eine Streetbob gebaut, wo die Felgen schwarz sind und der Motor grau? Nein, warum hat der Kunde sich für das Bike entschieden, einen grauen Motor? Weil er diese Optik wollte mit dem Lack. Ah, okay. Und zu dem Lack passt eigentlich der graue Motor besser als der Schwarz-Chrom-Motor. Mhm. Das war der Grund. Das heißt, Sie haben also vorne eine Airride-Gabel drin. Genau. Ist sowas eigentlich eingetragen? Das ist natürlich Metallgutachten. Okay. Flip-Lenker, Thunderbike, ist ja eh als Thunderbike-Tank mit Sportster-Einspritzpumpe. Warum? Weil ja die originale Einspritzpumpe hier oben drin sitzt, also ein komisches Konstrukt. Ja. Und die Sportster-Einspritzpumpe ist wie eine Kassette. Wenn du hier unten fühlst, hier ist die Sportster. Pass auf,
Der Busfahrer, die sind alle ein bisschen aggro. Die fahren ein bisschen schneller. Ja, die sind auch aggro. Warum? Weiß ich nicht. Aber immer, ne? Ja. Ja, und wenn du füllst, ist die Sportsterpumpe eingebaut. Wenn der Connor kann es vielleicht auch filmen. Weil die Sportsterpumpe ist eine kompakte Einheit, okay, die du im Endeffekt unten einsetzen kannst. Dann sehe ich einen offenen Primärantrieb. Genau, einen offenen Belt. Der aber heute so nicht mehr erlaubt wäre, oder? Richtig. Was kostet so ein Primärantrieb? Ist unterschiedlich. Kommt drauf an, was es für eine. Ich sag mal so zwischen 2.500 und 5.000 Euro. Hat aber nur eine optische Begründung, keine technische. Hat. Klackert. Aber ich finde das geil. Ist teuer. Und sieht halt einfach. Ja, heute bin ich nicht mehr so der offene Beltverfechter. Der war jetzt irgendwann auch vorbeigelutscht. Ja, ist, aber. Ja, ich finde es aber. Ich finde, ganz ehrlich, Basti, das Fahrzeug immer noch geil. Also ich finde, man würde heute zwei, drei Sachen anders machen. Also die Felgenfarbe wäre jetzt nicht mein Favorite, aber vom Grundbike selber, was mir eben wirklich gut gefällt, sind die Roland Sands, genau. Rocker Cover und auch der Deckel neben. Das sieht wirklich gut aus, weil das wieder aufgreift. Genau, hier, richtig. Ne? Das finde ich cool. Gut, Jackel mit kurzen Krümmern ist wieder dran. Rebuffini Handarmaturen. Rebuffini Fußrasten. Es hat schon eine Berechtigung. Ne? Ich meine, guck mal, pass auf. Überleg mal, das Motorrad ist. Okay, es ist. Ich weiß ja, nicht. Ja, es wird nicht viel 5000 Kilometer. Ja, ja. Das ist nichts, ne? Guck mal, Spiel hier. Ja, ja. Da kannst du mal eine amerikanische Armatur. Ja, ja, das ist schon ein paar Kratzer leider. Ja, das ist aber. Standschäden so ein bisschen. Ja, ja, das Motorrad steht aus dem Grund bei mir, weil es wurde wenig gefahren, habe ich es lieber bei mir stehen. Also bei ihm wird es ganz untergehen sozusagen. Ja, und bei dir hat es wenigstens noch manchmal ein bisschen Liebe bekommen, ne? Es wird so ein bisschen vergessen. Aber was mir gerade auffällt, ist dieser. Unnormal krasse, geschweißte Kennzeichenhalter, der aussieht wie ein. Das ist aber brutal gemacht. Ja, aber du hast natürlich die Thematik bei der Einarmschwinge, musst du natürlich ein bisschen tricksen, weil du hast ja keine. Richtig. So. Das heißt, wir haben eine Thunderbike Kennzeichenplatte genommen und haben das im Endeffekt auf den Achskörper hier geschweißt. Würde ich heute wahrscheinlich auch anders machen. Ja, aber ja? Man muss so. Ja bedenken, mal. Heute ja würde man Arthur-Blinker dran machen, vorne würde man die Blinker unter die Armatur setzen. Und man würde heute die Sitzbank schöner machen. Was mir wieder auffällt, in einem Kunstleder. Richtig. Das sieht aus. Aber okay, das war damals anscheinend wohl. Ja, immer so, man ne? hat damals. Ja, ich will nicht sagen, man hat damals. Aber damals aber, war. Ich sag Folgendes: Das Motorrad ist ja sehr unruhig. Ich meine, wir haben über den Lack noch nicht gesprochen. Das ist ja ein durchgeschliffener Lack. Ja. Das heißt, der Lack ist in mehreren Schichten lackiert. Dann wird der durchgeschliffen mit dem Schleifpad. Ja. Und dann siehst du die verschiedenen Unterschichten. Also das ist sehr aufwendig. Was kostet ein Lacksatz? Boah, ich schätze mal, dass der Lacksatz irgendwas um die 5.500 Euro gekostet hat. Das hat damals der Oliver Paas gemacht. Ich wollte gerade fragen. Den kennt heute keiner mehr, weil der Oliver nur noch tätowiert. Ja. Der Oliver hat dem Ralf Guttermann sein Tattoo-Studio, Ralf Guttermann, Gott hab ihn selig, Tattoo-Studio übernommen in Düsseldorf, Feinline. Oliver. War doch schon mal hier gewesen, richtig? Ja, aber schon eine Weile her. Aber Oliver hat damals. Oliver kommt eigentlich aus dem Airbrush. Ja. Und Oliver hat damals das Motorrad lackiert. Lampe? Thunderbike? Sehr massiv. Also Thunderbike, voll, also vollen gefräst. Aus dem Vollen? Gibt es, glaube ich, heute auch noch, ja. Man sieht immer noch auch die Griffe, das sind so Rubbergriffe. Genau. Die habe selbst ich auf meiner 48 drauf gehabt. Was man erkennen kann, es gab damals noch keinen Müller-Gasgriff. Deswegen das. Müller-Gasgriff? Von Müller? Es gibt ja den Müller-Innenling. Der Gaszug läuft ja innen. Du hast ja kein Gaszug hier, wie du siehst. Hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Ja, der Gaszug läuft im Lenker. Okay. Du hast komplett clean alles. Ja, du hast das, läuft ja hier rein. Ja. Das heißt, du hast hier gar nichts. Und du hast, der Müller-Gasgriff, damals gab es, der hätte weniger Spiel. Den könntest du besser, also der ist qualitativ anders. Aber damals gab es doch keinen Müller-Gasgriff. Das ist schon, ich muss sagen, das Bike wirkt draußen wieder anders wie innen drin. Ja, weil es natürlich im Dunkeln da hinten steht. Ja? Ich habe die Batterie, glaube ich, letzte Woche mal nach 3 Monaten wieder geladen. Du bist eben gefahren. Das sieht man, glaube ich, im Video. Ja, ja. Wir können auch gleich noch mal drauf sitzen. Motorrad ist direkt angesprungen. Der Connor muss mal wieder drauf sitzen. Ja. Genau. Der war auch in der Zeitschrift gewesen, richtig? Ja, ja. Das Titelseite. Hast du die da? Habe ich da, ja. Können wir gleich mal reingucken? Titelseite Drehmaschinen. Was genau. Mir auch wieder fällt, warum hat man hier keine Cover für gemacht? Finde ich nicht störend. Nee? Nee. Ich finde das störend und das. Aber die zwei Sachen irritieren mich schon wieder. Ja. Oder da spricht man wieder Autismus wieder. Welcher Motor? Also klar. Steht sogar hinten Oliver Paint auf dem Fender. Guck mal, Oliver Paint. Twin Cam 96, oder was ist das? Das ist ein Twin Cam 96, genau.
Kaufpreis damals, wenn man auch sagen darf, damals, was hat es gekostet? Herstellung? Ja. Ich glaube 82.000 Euro. Aber nicht zu vergessen, Felgen 19.000, Gabel, Einarmschwinge, bla 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 bla, Lack, einmal zerlegen, einmal zusammen, irgendwas um die 80.000. Wenn das jetzt der Besitzer verkaufen möchte, macht er nicht, aber wenn? Was wäre das wert? Das ist schwer, also, das ist schwer zu sagen. Das liegt ja im Sinne des Betrachters. Ja, die Leute fragen dich ja schon jetzt, Frankie, sag mal, ich will das jetzt verkaufen. Was rufen wir dafür auf? Was also in der ganz ehrlich, man darf ja eins nicht vergessen, so ein Motorrad kostet ja heute immer noch 80.000 oder 90.000 Euro. Mhm. Hat sich eigentlich nichts geändert, ne? Nein. Ich will nicht wissen, was die Felgen heute kosten, weil, weil Standardfelgen, also Rix und Thunderbike, mussten ja aufgrund der Rohstoffpreise pro Rad, ich glaube, 350 Euro aufschlagen. Das heißt, dass der Radsatz kostet jetzt 700 Euro mehr wie noch vor 3 Monaten. Mhm. Wahrscheinlich kostet so ein Felgensatz heute 22.000 Euro. Ja? Also deswegen wäre, wenn einem das Motorrad so gefällt, wie es da steht, in dem Pflegezustand, der ja unverändert gut ist, wahrscheinlich 60.000 Euro. Mhm. Krass. So, jetzt gib mir die Kamera, Connor. Ja. Jetzt macht der Connor Rollout. Warte. Hier. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin mit dem Ding hier. Ja, die ist auch ein bisschen zickig heute. So, Connor, kurze Einweisung. Aufsitzen. Kennst du ja noch. Ja. Das, was du immer zu deiner Frau sagst. Aufsitzen. Jetzt vorne, ja? Ich muss sagen, den Lenker finde ich mega. Ja. Lenker ist auch, auch die Position. Ist bequem, ist gell? Von der Sitzposition. Ja. Warte, ihr müsst langsamer machen, weil ich komme mit der Kamera. Kamerakind Basti, also wir entschuldigen das ein bisschen. Wichtig ist zu erwähnen, daran kann man mal erkennen, dass es nicht einfach ist zu filmen. Ja, jeder sagt ja, Connor hält die Kamera und die macht alles von alleine. Nee. Kriegst echt einen tauben Arm. Connor, steht das irgendwie? Ich muss von der Sitzposition, da finde ich das schon geil. Mhm. Also wir hatten ja jetzt so einen ein oder anderen Umbau, wo ich mich, das ist wirklich was, wo ich sagen würde. Ist für ein Custom? Ja. Du merkst, es hat eine leichte Lastigkeit, ja. Weil du hast natürlich die Einarmschwinge auf der einen Seite das Gewicht plus den Versatz. Ja, also das hängt natürlich gewichtsmäßig auf der linken Seite ein bisschen über. Deshalb hatten wir doch mal das, wo du gesagt hast, wo man sich... Freizeitreif, genau. Geht aber jetzt bei der Einarmschwinge, ist das halt einfach so vorgegeben. Das heißt, die Leute fahren auch immer so ein bisschen so, ne? Ja, wenn du die jetzt von hinten sehen würdest, sehen die immer so ein bisschen schief aus. Ja. Aber ich finde, das ist schon sehr edel. Also das ist schon von den Armaturen her, das fühlt sich schon wirklich, das ist krass. Wie gesagt, also das ist ein Motorrad, was man heute immer noch so bauen könnte. Man würde Kleinigkeiten, die es heute kleiner gibt und vielleicht ein bisschen filigraner gibt, ändern. Aber eigentlich ist das zeitlos, meiner Meinung nach. Wenn du so siehst, gell? Sieht schon. Ja. Du siehst ja nachher mein Video. Also schöne Wucht. Ich finde, die Felgen jetzt, okay, das Rot ist jetzt die Frage, gefällt das? Aber ich glaube, dass die Felgen in Schwarz auch nicht so wirken würden. Meinst du? Ja, ich glaube, wenn du die Felgen schwarz machen würdest und die Striche, aber mit Kontur. Mit Kontur. Ja, ey, das muss. Scheppern. Man muss dazu sagen, auf dem Boden. man muss sagen, Andreas macht auch heute die meisten Felgen sind auch schwarz. Ja. Ich habe gesagt eben zum Connor, ich finde, was dem Bike jetzt gut stehen will, wären so dreiteilige Optikfelgen. Hält doch mal die Kamera richtig, Alter. Wo filmst du denn hin? Den Busch will doch keiner sehen. Das ist schon richtig so. ich weiß nicht, wie man die Felgen nennt, diese dreiteiligen mit den Schrauben. Ja, dreiteilige. Ja. Die fände ich, glaube ich, jetzt ganz passend. Wie ist das denn von der Steuerung hier? Du hast Blinker links, Blinker rechts. Also auf der Seite? Genau. Nee, du hast Blinker links, Blinker rechts. Du hast hier Aufblendlicht. Genau, Blinker links. Und du hast hier die, ich glaube, hier ist die Auspuffverstellung. Airride haben wir daneben reingemacht, in die Blende von Thunderbike, die EFI-Blende. Und hier ist der Starter. Also wenn du hier jetzt kippst, pumpst du hoch und lässt ab und das ist für hinten. Pump mal die hoch. Ja. Das hört schon ein bisschen komisch an, ne? Ja, das ist aber immer schon so gewesen. Ja, ich würde sagen, Connor fährt jetzt mal. Das langt schon zum Fahren. Vorne noch hoch. Sind das zwei verschiedene Pumpen? Ja, muss. Du hast zwei Kompressoren für vorne und für hinten.
Und die muss man natürlich auch irgendwo verbauen. Also du hast zwei unabhängig voneinander, das langt schon, unabhängig voneinander gesteuerte Systeme. Die Rocker hat den, die Handgranatenzündspule mit dem eingelassenen Schloss. Warum habe ich eigentlich hier noch einen Schlüssel? Das war so. Ich eigentlich, ist das ja kein Keyless Go? Doch, du hast Keyless Go von der Alarmanlage. Aber das, was du jetzt meinst, das gibt es ja erst seit 2015, 2014, dass du gar keinen Schlüssel mehr brauchst. Ja. Damals brauchtest du noch einen Schlüssel. Die Alarmanlage steuert sich hier drüber, aber du hast noch einen ganz normalen Schlüssel. Ich will kein Kameramann. Der Knopf, das ist der Gummiknopf, ist der Start. Wofür ist hier der zweite? Der ist für den Auspuff, glaube ich. Drücken, feste. Warte, ich habe, glaube ich, in die falsche Richtung. Hast du einen Gang drin? Ah, du hast einen, ja, glaube ich, einen Gang drin. Ja. Jetzt versuch mal. Geschichte, die wir gleich erzählen, wenn er wieder da ist. Guck mal, die Kamera macht. Also Erwin, Kuba hat dein Motorrad noch fertig gemacht. Das verlade ich jetzt gleich und du kriegst es gebracht. Was mich echt gewundert hat, war der Lenkanschlag. Gut, das ist sehr eng. Ja. Da musst du dich dran gewöhnen. Wo mache ich die jetzt aus? Hier am Schlüssel? Im Schloss. Ach so, wir haben noch eine Sache vergessen, was natürlich die Felge hinten hat 21 Zoll. Ach, muss ich jetzt da hingehen? Ach so. Kameramann. Und es gibt zu der 21 Zoll Felge was zu erzählen. Also wie gesagt, es gab die 21 Zoll Metzler, die 260er mal zu kaufen von Metzler. Dann wurden die eingestellt, die Produktion, weil 21 Zoll Felgen ja kaum produziert worden sind, ja, oder nur zu sehr hohen Preisen. Und da Andreas ja die 21 Zoll Felge hatte, hat er bei Metzler im Endeffekt Reifen nachproduzieren lassen. Kann man sich ungefähr vorstellen, was das für ein Invest war. Ja, ja. Kannst du nur bei Thunderbike kaufen? Und ich glaube, ich hoffe, ich erzähl's richtig, Andreas, nur wenn du auch einen Satz Thunderbike-Felgen hast. Sonst gibt es den Reifen nicht. Sehr günstige Reifen. Der Reifen ist auch günstig, aber klar, ich glaube 400 Euro, ich muss lügen. Auf jeden Fall, natürlich aufgrund, du filmst doch wieder den Boden. Wo filmst du denn hin, Alter? Ich will meinen Platz da lassen. Das ist voll Ding. Ach komisch, aber mich immer anmeckern. Man könnte auch zu zweit fahren. Warte, so. Ich merke aber gerade, Connor, ja, du hast aber auch so ganz leichte Bauchtaschen. Ich so war gerade zwei Wochen all inclusive. Oh. Da ist ja noch ein bisschen mehr geworden. Toni, Salat, mehr Salat. Also ja, aber was sagst du jetzt? Also ich muss vom Lenker sagen, krass. Also das wäre jetzt auf jeden Fall, ich würde auch, bräuchte jetzt ein Motorrad mit so einem Lenker. Sitzposition ist schon mega. Das ist schon was, ne? Ja. Was mich wirklich mit dem offenen Antrieb, weil ich glaube, das hat auch frisst auch irgendwann die eine oder andere Jeanshose, wenn die jetzt nicht wie ich ja, so eng anliegen hat. Ja, ist seitlich abgedeckt, aber man sollte so Schnürsenkel und so, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wie jetzt so bei so einer lockeren Hose, ja, ich glaube, da könnte es schon mal kritisch werden. Mein Fuß drauf kommen. Vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Nee, stimmt. Da musst du aber gut sein, denn so. Pass auf, ich mache ja, jetzt. Aber Connor hat ja auch manchmal die 70er Jahre Schlaghosen an, wenn er auf die 70s-Partys geht. Jetzt habe ich aber auch. Ich sag mal, bei vier Bier-Intos und zwei Jackie Coke könnte man da auch irgendwie mal reinkommen. Ne? Ja. Aber da darf man doch gar kein Motorrad mehr fahren, oder? Wir haben ja Autopilot. Wo man sich dran gewöhnen muss, ist wirklich der Lenkanschlag. Ja. Aber warum ist der so? Ja, weil die Gabel. Es kann auch sein, dass er heute verändert worden ist. Damals war das so, dass du die zwei Pinne hattest. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das die erste Generation war. Da müsste ich jetzt wirklich lügen. Ich weiß nicht, wann die Gabel rausgekommen ist. Aber ich glaube, das war so the beginning von dem Bauteil. Aber sonst vom Stil her finde ich das schon, also vom Fahren her auch, das fühlt sich schon mega an. Das macht schon echt viel aus, ne? Ja. Das sind,
Also die Armaturen, wo eigentlich ja auch die meisten, wenige machen es ja. Ja, was natürlich teuer ist. Ja, aber es hat schon... Es verändert natürlich die, ich meine, diese Lenkerthematik jetzt hier, wenn du das siehst, ja, dass alles so ein bisschen clean ist und dass du halt eine saubere, spielfreie Armatur hast, die ein bisschen designmäßig ist. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt eine originale HD-Kunststoffarmatur habe. Das ist aber klar. Das ist ja wie mittlerweile beim Auto. Früher haben auch wenige das Lenkrad umgebaut natürlich. Oder haben Lenkrad neu beziehen lassen. Mittlerweile machen es ja viel mehr, weil das ist ja eigentlich das, was du den ganzen Tag hast. Gut, ich habe ja gerade mein Lenkrad neu beziehen lassen. Ich habe es noch nicht gesehen. Basti hat es ja für mich erledigt. Und das ist ja so, du sitzt da drin und du denkst, du sitzt in einem neuen Auto. Mhm. Ja. Und ganz ehrlich, Basti, was hat das jetzt gekostet? 270 Euro? Ja. Lenkrad 24 oder wie die Kacke heißt? Okay, oh Basti, wir müssen langsam. Guck mal, Basti macht Detail. Ich sehe es gerade. Das ist auch nicht zu langsam. Du bist ein bisschen aufnahmefähig, gerade im Heckbereich, sehe ich, wenn du dich so bückst. Bin ich. Hat er nicht verstanden. Aufnahmefähig. Sehen wir schon, wie viel Zeit haben wir denn? Ich glaube, um die 25 Minuten. Das ist zu kurz. Wir sind beschimpft worden. 23 yeah. Minuten, gell? Ja, habe ich auch. 23 Minuten, übelste Beschimpfung. Sie hätten gerade das zweite Bier aufgemacht, das wäre das Video zu Ende. Also müssen wir noch ein bisschen Bullshit labern. Connor, du bist ja an der Reihe. Ich habe ja die Frage eben schon mal gestellt, so im Verhältnis zum Basti auch. Was wäre einem das heutzutage wert? Klar, ich habe schon wieder Angst vor dem Bus. Einmal weg aus dem Bild raus. Was wäre einem das heute wert? Klar, die Sachen sind enorm teuer und das ist es ja immer noch, wenn es nicht sogar richtig. Noch teurer ist. Weil im Endeffekt hast du ja recht, würdest du mir jetzt einen neuen Look verpassen, könntest du das ja wieder als neuwertiges Bike verkaufen. Wir sind ja wieder beim Thema, Connor, was wir ja gesagt haben. Was ist heute Customizing? Heute ist Customizing Breakout, ja. Heckfender, Frontfender, Jackal, Blinker, Kennzeichenhalter, bisschen Sitzbank, fertig. Das ist ja für heutige Verhältnisse auch Softail Full Custom. Natürlich. Wie gesagt, noch mehr? Es geht... Ja, es geht im Detail immer mehr. Aber ganz ehrlich, ich sage euch ganz ehrlich, bei mir ist auch irgendwann die Grenze erreicht, wo ich sage, was will ich jetzt für 100.000 Euro noch mehr daran bauen? Natürlich würde das heute gehen, aber ich glaube, so knapp unter 100 wäre dann für mich schon die Grenze, wo ich sage, mehr kann ich nicht da reinbauen. War das schon einer von deinen Bikes so high-end, auch vom Kostenfaktor her? Ja, vom Kostenfaktor war es eines der oberen Bikes, ja, definitiv. Was ich finde, was du ja immer gut kannst, ist Details einbauen, die du erstens nicht direkt siehst und eigentlich die ja auch nicht teuer sind. Sag ich mal, wie bei der Street Bob, wo hier an den Lenkergriffen noch der Schriftzug oder wie ihr es ja manchmal macht, hier dann in den Pen & Shoppers einlasern. Das finde ich, das sind eigentlich Sachen, die gar nicht so teuer sind. Richtig. Die aber, wenn du dich wirklich damit beschäftigst. Ja, der war halt damals in dem Chrom. Ja, heute würde man den vielleicht schwarz machen. Ja, klar. Würde man so ein Pop-up machen, ne? Ja, oder ein Pop-up reinsetzen. Geht genau. Das auch bei diesen Tanks? Ja, das ist jetzt ein anderer Verschluss. Ich weiß gar nicht, ob er aufgeht, müsste aber. Ja. Da kommt wieder. Bus der 27. Basti. Ich bleib hier eiskalt stehen. Ist ja gut. Weil ich habe auch Wendekreis wie ein Bus, deshalb muss er auch warten. Komm mal her, Schatzi. Hör doch auf, ihn jetzt aggro zu machen. Kommst du jetzt her? Der ist gut, den sehe ich schon, der ist lustig. Ja, unglaublich. Mahlzeit. Was? Unglaublich, wie frech wir sind oder das Motorrad? Nee, frech sei doch nicht. Da muss man mal anhalten. Von mir sehen. Wahnsinn. Darf der auf deutschen Straßen fahren? Ja. Ja. Das ist ja irre. Was kostet sowas? Knapp 80. Ja gut, der Bus ist teurer. Schönes Wochenende, hau rein, tschüss. Also, oben drauf steht die Fahrt endet hier. Ja, hier. Also wir haben jetzt auch mal den sympathischsten Busfahrer. Ja. Ja. Guck mal, wie nett ich bin. Nein, er war nett. Er war definitiv nett. Ich weiß mir auch, wer auf in euch beiden steht, ist von diesem schönen Blumenstrauß da hinten. Blumen. Ja, siehst du. Du meinst pure Romantik? Ja. Komm. Ich mit Kuss mit Zunge. Nein. Sind wir durch? Wie viel? Komm, ich würde gerne noch die Zeitschrift einmal zeigen. Okay. Ja. Komm, Connor, kannst du das reinfahren, reinschieben? Ich gehe hinter dir her. Connor kann ihn rein. Zeig dir mal kurz die Zeitschrift. Connor, kannst du das reinschieben? Haben die Leute eigentlich damals auch mal den Schlüssel verloren?
Nee, man, wenn das Ding an ist, kannst du ihn ja nicht verlieren. Ach so, okay. Du hast ja immer das Schloss arretiert und dann ist es ja so. Der andere Auspuff drauf, der radikale Auspuff. Das ist von Dezember 2014. Ne, das ist 2014 haben wir es gebaut. Liegt das auch nicht so durch das Infanterie-Infanterie? Das besser nicht. Kann man hier Kopf hinzufügen? Nein, nicht mehr. Warte, mal aufschlagen. Da ist es. Guck mal her. Hast du? Ja. Conor soll es wieder übernehmen, der ist irgendwie total unsicher. Jetzt habe ich es, warte. Ist das die Besitzerin? Aber ich muss sagen, die Besitzerin hat das gleiche Oberteil an wie die Felgen. Ja, siehst du mal. Also muss es ja die Besitzerin sein. Krass. Oh. Ja, ist klar. Das wollen die Leute sehen heutzutage. Nein, nicht. Muss man eigentlich schwer. Guck mal, nochmal. Oh. Nein, der hat ja was an. Oh. Oh, boah. Ach so. Kann man ausmachen? Ach, das ist der Auspuff auch. Genau. Ja. Ich würde sagen, jetzt kommen die drei Buchstaben noch. Da muss ja Conor, du musst. Diesmal bist du dran. Also bitte liken, abonnieren, teilen. Support ist kein Mord. Support ist kein Mord, genau. Das ist eigentlich über was die Und keine dämlichen Kommentare schreiben. Genau. Schönes Wochenende. Bis Peace and out. Mal.